Gut, dann herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten, morgen Heiligabend. Nach dem Spiel Haching gegen Uerdingen entstand 4:0. Gästetrainer Stefan Krämer bei mir und natürlich auch unser Trainer Klaus Schromm. Kurz noch zur Info, im anderen Parallelspiel, kurz die Halbzeit gerade angefangen, steht es noch 0:0. Nur das noch am Rande. 4:0 der Endstand, vielleicht zuerst die Gedanken des Gästetrainers, Herr Krämer. Ja, erstmal schönen guten Tag alle zusammen, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Wir hatten eigentlich nur eine richtig gute Phase im Spiel. Das war die Zeit zwischen dem 1 oder aus unserer Sicht 0-1, 0-2. Da fand ich, dass wir ein vernünftiges Auswärtsspiel gemacht haben, Torchancen hatten. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass wir, wenn wir jetzt den Ausgleich machen, gut im Spiel sind. Dann das 0-2 und natürlich dann kurz vor der Halbzeit das 0-3 hat meine Mannschaft komplett die Überzeugung genommen, den Stecker gezogen. Wir haben dann zwar in der Halbzeit nochmal probiert, zumindest eine Idee zu entwickeln, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Unabhängig davon, ob das nachher noch reicht, um was mitzunehmen oder nicht, aber wir hatten uns eigentlich vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Das war relativ schnell ad acta gelegt nach dem aus meiner Sicht vermeidbaren Tor nach der Standardsituation. Also Haching war sehr, sehr effektiv in der ersten Halbzeit. Ich glaube, alle drei Torabschlüsse, die sie hatten, waren drin. Und waren dann aber über das ganze Spiel gesehen galliger wie wir, waren, wollten den Ball mehr haben, waren mehr in Bewegung, waren schneller wie wir, Handlung schneller wie wir. Und deswegen unterm Strich auch ein absolut verdienter Sieg. Dankeschön. Frohe Weihnachtstage wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, trotz allem, trotz aller Enttäuschung, die man als Trainer nach so einem Spiel natürlich hat. Es war eine intensive Zeit jetzt für uns als Trainer, für Sie wahrscheinlich auch. Wünsche Ihnen und Ihrer Familien eine gute Zeit, Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr. Dankeschön. Jetzt vollständig, vielen Dank. Danke. Vielen Dank für die Worte. Klaus, deine Gedanken zu diesem schönen Jahresabschluss für Unterhaching und vielleicht auch im Hinblick auf ein Resümee von dieser Hinserie jetzt oder der erste Rückrundenstart war das ja jetzt heute. Gut, jetzt erstmal zum Spiel. Vielen Dank für die Glückwünsche. Stefan hat recht, es war eine Phase nach dem 1-0, wo wir auch ab und zu mal wieder nach vorne geschaut haben, aber in der Phase war Uerdingen einfach dominant und da war Uerdingen näher dem 1-1 wie wir dem 2-0. Und daraufhin war natürlich dann der Halbzeitstand mit einem 3-0 einfach einen Tick zu hoch. Und auch was den Zwischenstand anbetrifft, auch glücklich für uns. Und war natürlich auch im Nachgang, glaube ich, auch war der Deckel auf der Partie mit dem 3-0 von Sascha unmittelbar vor der Halbzeitpause. Das tut dann nochmal doppelt weh, wie man weiß. In der zweiten Halbzeit waren wir uns auch klar und auch bewusst, dass der Gegner tatsächlich am Anfang nochmal alles versuchen wird, um vielleicht nochmal da reinzukommen. Und da wollten wir uns einfach dagegen stemmen und das ist uns auch gut gelungen. Und ich glaube, spätestens mit dem 4-0 war dann definitiv dann auch da die Luft raus. Und ja, sind natürlich sehr, sehr glücklich über den Heimsieg. Als Fazit muss ich sagen, 2018, gut für Stefan war es auch, sagen wir, sehr erfolgreich. Stefan hat dann Meisterschaft und Aufstiegsspiele und als Aufsteiger dann da jetzt hat, ich glaube, du bist immer noch vor uns. In der Tabelle als Aufsteiger vor uns zu sein, Hut ab erstmal. Aber wir haben uns ja bei der Länderspielpause, also vor den letzten 5 Spielen, haben wir uns ja das freche Ziel gesetzt, 10 Punkte zu holen zu wollen. Das ist ein 2-Punkte-Schnitt in der Liga. Das ist äußerst frech von uns gewesen. Aber ich glaube, es war ein wichtiges Etappenziel. Wir haben damit sogar mit 11 Punkten beendet. Und sind natürlich jetzt mit 35 Punkten sehr, 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 sehr glücklich. Es ist unglaublich viel passiert. Sportlich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Auch gut personell nachgelegt in der Pause. Wir sind auch froh, dass wir einen KFC Uerdingen jetzt schon hatten, vor der nächsten Transferperiode nebenbei. Aber kommen wir wieder zu uns. Ich glaube, dass da viel passiert ist, was das Stadion anbetrifft. Tribüne, außenrum, aber natürlich für uns Fußballer eminent wichtig, die beiden Plätze. Und wir haben in der Hinrunde bei Haching noch kein Training am Kunstrasen absolvieren dürfen oder müssen. Das ist für uns ein absolutes Novum. Die Qualität der Plätze, glaube ich, sieht jeder, wenn jeder Fußball schaut gerade, da sieht man die Plätze und ich glaube, man sieht auch unseren Platz. Und dann muss ich mich einfach nochmal bedanken bei unserem Präsidium, allen voran unserem Präsidenten für die Weitsicht,
da komplett in Vorleistung zu gehen, und da sind wir schon in der Zukunft. Ich glaube, dass es jetzt heißt, dass der Verein und die Gemeinde einfach nochmal zusammenkommen, dass die Gemeinde erkennt, wie der Verein mit seinen Mitteln, die er eigentlich hat, wie der Verein dafür in Vorleistung gegangen ist, nämlich unfassbar, eigentlich relativ unvernünftig, aber unfassbar in Vorleistung gegangen ist, und dass auch die Gemeinde jetzt, glaube ich, einfach auch in der Pflicht ist, da den Schritt zu tun auf die Spielvereinigung, und dass wir da gemeinsam eine Lösung finden für die Zukunft. Und für uns sportlich heißt natürlich diese Delle, die wir eigentlich jedes Jahr haben nach der Pause, was den Februar und was den lieben März anbetrifft. Ja, ich kann noch nicht genau sagen, ob es gelingt, weil wir wissen auch gar nicht die Gründe eigentlich. Ja. Ich kann nur euch versprechen, dass wir alles dafür geben werden, dass diese Delle nicht kommen wird, und dass wir versuchen werden, weiterhin 24 Pflichtspiele, einmal nicht gepunktet, 23 Mal gepunktet, das muss man sich schon mal geben. Lasst uns feiern. Ich wünsche euch allen eine schöne Stadienzeit. Wir Karl Valentin, sage ich jetzt das Gleiche. Nach der Stadienzeit wird es auch wieder ruhiger. Kommt alle mal zur Ruhe, genießt es, und für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit. Danke. Vielen Dank, Klaus. Gibt es an der Stelle Fragen seitens der Presse an einen der beiden Trainer? Gibt es nicht. Gut, dann bleibt auch nur noch von meiner Seite zu sagen, ich wünsche allen ebenfalls ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Für uns geht es am 7. Januar wieder los mit dem Training. Trainingslager gibt es dann auch noch zwischen dem 13. und 19. Januar wieder in Spanien. Wünsche den Uerdingern ebenfalls frohes Weihnachtsfest, gute Heimreise erstmal natürlich. Und wir sehen uns dann alle im neuen Jahr wieder. Vielen Dank und bis dahin. Servus.